Du bist wohl ein obdachloser Zombie und du da drüben, hey, du sollst wohl eine Mumie darstellen. Wie, warst du die Mumubellen, du? Oh, da käme ich auch zu. Das haben wir 72 was? Gemacht, ne? Bei einigen Ladies zu, da gab es damals ein richtiges Echo. Was sag ich dir aber? Mumus gebellt? Ja, das nannten wir Barken damals, ne? Ihr habt gebarkt damals? Ja. Ihr habt Pussy-Barking gemacht? Ja, klar, das wurde überall angeboten, ne? Barken und Parken gab es da bei einigen Fastfood-Restaurants und so. Das gab's nie, nein, 72 gab's sowas nie. Ich wette, wenn ich jetzt google, doch, heute 72 gebarkt und geparkt. Ja, heute heißt das aber Park and Ride, ne? Ja, früher hat man einiges abgeritten, 72, ne? Alter, was für eine geile Mappo. Mappo Spezial. Voll die Halloween-Mappo, oh, hier im Baby Haus. Halloween ist aber sehr beliebt bei Paints, ne? Ja, gut, wahrscheinlich schon viele Assets, die jemand hatte hier. Siehst du ja, die Skelette. Und hier ist ein Mörderclown gewesen und hier ist ein Teufel. Die Leute, oh Mann, lieben hier ist der Boogeyman. Der Spooky Boogeyman. Spooky Boogie, oh. Alter, der hat ein dickes Rohr hat er in der Hand. Ey, das Haus geht aber nicht. Steil, ne? Also hier ist richtig Action. Geht's denn auch noch hin? Alter, guck mal hier, die reiche Kreis Industry Location. Und der ist gar nicht echt. Das ist ja Wahnsinn. Da hinten geht's doch richtig weiter, ne? Oder hinten brennen die Kids. Die brennen die Kids? Ja, wirklich. Die brennen sich hinten die Knochen runter. Und sich die Kinder damals die Knochen weggebrannt. Die haben sich den Knochen rausgefeuert, du. Man kriegt schon rausgefeuert, das alte Ding. Oh, ich glaube, hier ist der echte Jason, ey. Der ist groß und stark. Na klar, das wird wahrscheinlich der echte sein. Der Holländer, der vorhieß. War das ein Holländer? Puh, keine Ahnung, klingt auf jeden Fall holländisch, oder? Ja. Vielleicht hatten die deswegen so Angst vor dem. Der war unberechenbar. Die nannten ihn den verrückten Holländer. Den hohlen Höllenholländer. Vorhieß ist doch das holländische Wort für Vorhaut. Es ist doch Vorhaut. Der hatte eine enge Vorhaut, ne? Boah, war der angepisst. Oh, der war richtig fertig, du. Das sag ich dir. Kann man hier irgendwo ein paar gute Waffen bekommen? Ich weiß nicht. Die sind bestimmt, wenn dann, irgendwo drin oder so. Oh, hier geht's rein. Boah, ich bin halb tot. Kommst aber an, nicht. Nein. Aber hier... Oh, uff. Oh, einer ist unten durchs Haus gefallen, habe ich schon gesehen gerade. In der Garage. Le Garage. Ich bin jetzt oben im Haus. Alter, ist auch noch voll die Party. Irgendwelche arme Stutz kloppen sich da oben. Boah, jetzt bin ich wirklich fast tot. Oh, jetzt aber echt. Am Kochlöffel. Jetzt aber echt. Jetzt bin ich wirklich fast tot. Jetzt aber echte. Bam. Ich smite mal ein bisschen rein. Hier ist vorhin einer durchs Haus durchgefallen. Ich weiß nicht, ob wir den jemals wiederfinden werden. Boah, hier ist wirklich der Real Jason. Das sag ich ja, es gibt auch einen Real Jason. Oh nein, ich bin eingeengt. Uff. Oh, oh, oh. Uff. Ich komme nicht raus. Let me go. Oh, das war eben gerade richtig. Frick-a-doodle. Oh, ich räume jetzt erstmal hier die Straßen frei. Dann begebe ich mich in die Häuser. Die holen Holländerhäuser? Ja, weil die anderen, die bringen ja teilweise ihre Waffen mit raus. Versucht halt hier gerade Jason irgendwie zu bezwingen, aber er kommt immer wieder zurück. Nein, du brauchst diesen merkwürdigen Dolch da, den die... Das Einzige, was er nicht leiden kann, ist Wasser. Er hat nur Angst vor Wasser. Weil er damals vom Bademeister ins Nichtschwimmerbecken geworfen wurde. Hatten die in dem Film, in dem einen Teil nicht so einen komischen Höllendolch da irgendwie? Ja, im letzten. Da wurde er dann bezwungen mit der Macht von Syntra. Das Dreieck von Pantheon? Ey, hier war irgendwo eine Machete, jetzt finde ich ihn nicht mehr. Irgendeiner wieder gelupft. Vielleicht habe ich die auch gelupft, ich weiß es nicht. Sammel alles ein, was hier rumliegt. Einst hatte ich eine Machete. Ich war der Macheter-Peter. Sie nannten mich den Macheter-McGurk. Er hat den Stock, ich bin tot. Er hat einen richtig, Stock. Ja, wirklich einen richtig langen Besenstiel. Ja, das sind noch super viele. Musste draufgehen. Alter, der hatte so einen richtig, richtig langen Besen. Und damit hat er mich erwischt. Aber richtig dolle. Boah, was? Ja, knapp die Hälfte hatten wir.
Was? 125 Leute? Und dazu aber nur diese stumpfen Schwachwaffen? Ja, gut, da musst du immer. Manchmal sind da so Besen und so. Ja, ich bin eben gerade durch den Besen gestorben. Ghostface ja. Mit einem Besen. Ja. McCoy? 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 Ja, Geräusche? Ja, auch Geräusche. Jetzt ist die Map für immer kaputt. Man kann sie nie wieder spielen. Nee, geht. Ja, da geht's. Geh mal hier rein. Oh, du gehst rein in die Bude, ne? Zwei Arme gucken mich an und sagen, let's go. Okay, let's go. Kein Strom, aber Fäuste. Aber dass die auch in den Nachbarhäusern sich sofort anfangen zu prügeln, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, das... Die haben... Oh. Prügeln sich Leute, ja! Alle machen mit! Boah, wenn du in so ein Haus gehst, ist eine Todesfalle, wenn du Pech hast. Ja, deswegen... Jetzt haben wir da so einen Spooky-Mann mit einem Langschwert. Ich hab halt irgendwie immer nur die Bausgegner Deluxe. Ah, der hat einfach mal so eine Pay-to-Win-Machete. Kostet doch Geld. Den hab ich gefunden hier. Den Geldbeutel habe ich gefunden und die No-Limit-Kreditkarte auch. Kommt auf einmal der Real Jason, though. Alter, ist das nicht dieser kleine Vampirjunge von den Monsters? Ich glaube, der sieht im echten Leben immer noch so aus wie seine Rolle, ist nur jetzt mittlerweile 60. Wirklich jetzt, wirklich. Er ist da voll drauf hängen geblieben. Das ist vielleicht sein Ding. Boah, hier wo ich bin, kommt glaube ich keiner mehr hin jetzt. Boah, hier liegt die Machete, das ist die goldene. Ah, ich bin schon wieder so halb tot, weil... Hier irgendwie nur so Profis am Werk sind, nur so krasse Profi-Halloween-Dudes. Du musst ja halt die mit den Waffen rauspicken und dann ihre Waffen nehmen und dann die anderen. Ja, die halten die aber ganz schön kräftig fest. Boah, hier ist so ein Lagerfeuer, da kannst du hier reintreten, das ist auch ziemlich geil. Problem ist nur immer, von hinten schleicht sich noch so jemand ran. Was so Sneaker-Dudes. Ja, ja. Hier liegt jetzt auch wieder gar nichts rum. Nee. Ah, eine Laterne habe ich gefunden. Laterne, Laterne. Oh, Sonne, Schwanz und gerne. Sterne. Was hast du gerade gesungen? Was hat mir mein Daddy so beigebracht? Mein Daddy hat mir das so beigebracht. Der mochte einige Menschen nicht. Der war sehr oft betrunken und hasserfüllt. Daddy roch immer nach Schnaps. Mein Vater roch nach Schnaps und Gleitgel. Versuchen wir hier den Real Jason zu smiten. Alter, da hinten ist ja nochmal eine super Party. Ey, bei mir ist so eine richtige Mega-Partei. Ah, ich mach das hier alles nach und nach. Schön, ordentlich, sauber. Den großen Bossmann hier. Schön mit System. Schön mit System. Wie gehe ich da durch? Jason, den habe ich gesmittelt. Ich hatte immer Angst, dass plötzlich einer hinter mir steht und sagt, arr, ich bin ein Pirat. Und schicht mir halt dann... Da ist so einer wieder im Boden verschwunden gerade. Ins Boot. Alter, wie er weggeflogen ist. Oh, come on! Du na 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 na, come on! Woher kommen diese ganzen Römer? Ich war irgendwo eine Römerparty. Ist eine Römerparty nicht ein anderes Wort für eine heftige Ölorgie? Heftige Ringerorgie. Nee, es ist eigentlich eher so eine Spartakus-Party. Spartakus. Spartakus-Kuss-Party. Du bist eingeladen auf eine Spartakus-Kuss-Party. Hier ist ein Radkreuz, schnell wieder raus. Ja komm, schieß doch, ey, er smitet nicht und ich bin wieder fast tot. Smitty!
Oh, ich habe diesen großen Lanzenschwinger, aber jetzt habe ich wieder null Leben. Weil immer wenn ich denke, okay, ich kann mal ein bisschen reinstechen, ist plötzlich einer hinter mir. Richtig paranoid. Niemals aufhören zu laufen. Du meinst wie deine Nase? Ja, ja. Es ist im Moment schlimm. Nase, Magen, Alter, vorne, hinten, mir kommt's überall raus. Eigentlich bist du ja quasi seit 4 Jahren krank, ne? Kann man ja schon so sagen. Ja, ja, gut, aber jetzt gerade im Moment ist schlimm. Ich hab's halt einfach wieder so lange vor mich hingeschleppt, bis es halt einfach nicht mehr ging. Bis halt einfach. Du musst den Virus einfach verdrängen. So wie ich das mache, ich habe keine Zeit für ein Virus. Ja, habe ich ja versucht, aber Virus hat gesagt, ist mir egal. Ich mach dich alle. Wo sind die denn alle jetzt? Alter, da oben ist eine Mega-Party. Da ist halt nichts mehr los. Komm mal zu mir. Ich durchsuche gerade die Häuser ein bisschen. Ist der denn schon wieder hier? Tot? Der tot? Da oben drin, da ist richtig viel Party. Da musst du mal rein. Wir werden auf jeden Fall einige Leute nicht mehr wiederfinden, glaube ich. Der ist ein DJ. Der macht mal noch Party. Ja, ist voll geil. Bam. Alter, was geht da ab? Ich höre nur Spratzel, Spratzel. So. Aufgeräumt. Alle tot? Ja, nicht alle. Ich stehe noch ein paar in der Ecke. Kann ich aber noch Hendrixen. Boah, ich habe hier oben Buzzball Knuppel gefunden. Jetzt weißt du halt nicht, ob der noch lebt. Sind denn hier noch welche? Ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall einige in irgendwelchen Häusern verschwunden und so. Also so durch den Boden geglitscht. Alter, hier oben geht's richtig steil, was Waffen angeht. Die Waffenkammer hier oben. Guter Glipschräser, Alter. Ich höre niemanden mehr. Du hast dich so still. Ja, es ist sehr still. Hier am Lagerfeuer wird noch gelagert. Ja, wir müssen auch welche sein. Jetzt höre ich wieder ein bisschen rumgestöhne. Man Sweat in der Ferne. Oh, da. Ah, guck mal hier, eine Zahl. Sechs Mann. Ein sechster Schwitz. Fünfer Schwitz. Fünfer Schwitzmann. Hans Schwitzmann. Hans Schwitzschwanz. Der war nur angenehm als Geselle, der immer einen feuchten Fleck in der Hose hatte. Sein Pferdeschwanz war sehr verschwitzt. Er hatte noch immer die nasse Peitsche, wenn er sich nach links und rechts gebunden hat. Ich habe eine Flinte im Voorhees-Haus gefunden hier, glaube ich. Ja, aber es fehlen zwei Dudes. Drei, glaube ich sogar. Nee, ich glaube zwei. Aber wie gesagt, ich habe einige gesehen, die im Boden verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob die jemals wieder aufgetaucht sind. Ja, das ist jetzt nicht so Gil. Ich höre aber auch niemanden mehr. Oh. Was für ein Geräusch. In so eine Leiche ist eben gerade die Treppe runtergefallen. Aber es ist eine geile Karte. Es ist eine richtig gute Karte. Ja, die ist richtig cool. So ein kleines Halloween-Dorf. So, es ist schon nice gemacht. Guck mal hier, der geht auch richtig verrückt ab. Einige backen hier voll rum. Ich sehe den gar nicht. Du siehst da einen, ich sehe da gar keinen. Einige sind ein bisschen verrückt. Bei mir breakdanced hier einer voll durch die Gegend. Verrückt? Das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Tanz! Ja gut, der ist nicht echt. Das ist nur Puppen. Auch wieder irgendwo einer liegen, der nicht hochkommt, ne? Ja, ja. Oder wie gesagt, der Rücken hat. Einige sind... Oh, jetzt ist abgestürzt. Auf der Party-Einladung steht, wir sind auf eine Gongrock-Party eingeladen. Sag mal, weißt du was? Jo, klar, Schlongsocks. Die hatten wir auch damals, ne? 72. Nein, nichts mit Schlongsgong. Da hatte jeder eine Schlongsock, ne? Da musste man Porsche fahren und dann hat man sich vorne eine Schlongsock. Alter, was ist mit denen los, Alter? Harry Potter und der Zauberclub. Was geht bei denen ab? Schlongsocks. Schlongesocks.
Mein, oh, kaputt. Der ist tot. Oh, da kommen noch andere, oh! Die Copacabanas und Beatles. Alter, Hufflepuff, komplette. Die kompletten Hufflepuffler. Hab ich jetzt hier gedrückt? Ach, da geht Licht an und aus. Die Hufflepuffler, ey. Ja, klar hatten wir damals Hufflepuff im Schritt. Aber ganz schön gejuckt hat das, ne? Mach keine Witze über Hufflepuff, mein Opa hatte das. Hufflepuff? Oh, da kommen irgendwelche Dudes noch uns entgegen. Ein Hufflepuff, das kenne ich, das gab's beim Wilden Westen damals. Oh, im Wilden Westen, ey. Es gibt jetzt Dings, ne? Hier. Relativ gut funktionierende Roleplay-Server für. Red Dead. Für Red Dead Redemption, Alter. Alter, endlich wird da geroleplayed. Ja, aber wo geht's denn hier weiter? Guck mal jetzt. Ah, hier hat sich was geöffnet. Wie, was? Ja, wie, was? Ja, was? Da ist ja der geheime Durchgang. Zack, sind wir in Slytherin drin. Reingeflithert. Slytherin. Oh, hier nochmal vor die Armee. Das ist noch irgendwelche. Geht mal weg von der Tür, ne? Alter. Das ist irgend so eine Bruce Lee Gang. Bruce Lass. Kennst du dieses Video, wo Bruce Lee Tischtennis mit einem Nunchuk spielt? Ja. Das ist doch nicht echt, oder? Doch. Alter, es geht doch gar nicht. Der Mann kann alles. Konnte, ja. Er kann's immer noch, er lebt noch. Er lebt noch, Ignorant. Mit Elvis. Und Jackson zusammen und Tupac auf der Insel der ewigen Promis. Ja, also man kriegt in Anführungszeichen aber so kleinere Inseln, die gehen bei 4 Millionen Dollar los, ne? Ich meine, das ist ja... Ja, Hitler lebt auch. Ja, nee, der ist in Argentinien in einem VW-Werk, das ist hinlänglich belegt. Gibt's doch dieses Interview, wo der wieder das aber auch so sagt, so... Nee, so... Ne? Der das war ist hinlänglich belegt. Ja, wie er das sagt. Der war doch Vorarbeiter in einem VW-Werk in Argentinien, das ist hinlänglich belegt, so. Das ist so, als wäre das so... Das ist a fact. Das ist... Man kann ihn doch treffen und ihm die Hand geben. Boah! Halb tot, weil er voll nach vorne gedrived ist. Drived, dödelt. Alter, was denn hier? Die Band. Band of Blood. Alter. Das ist sehr zürnt. Ich gar nicht. Klar, ich hab doch eben gerade den Gong gehört. Den Gong? Den Kampfgong. Ah, komm schon. Was ist denn hier? Oh, Messer. Ich mach mal hier Licht an, Fenster auf, wenn Mutti so reinkommt. Wie die Vampire hockt man vor dem Monitor. Ey, das ist doch Dings hier, ey. Hold me closer, Tiny Dancer. Elton John? Der sieht aus wie Elton John. Hold me closer, Tiny Dancer. Der hat so eine... Guck hier, Elton John, oder? Den jetzt... Ist er tot. Aber da kommt sein Zwillingsbruder. Smelton Mann. Das ist nach Deutschland ausgewandert. Er hat öfters mal einen Mann gesmelt. Hier geht's noch weiter und weiter und weiter. Was ist das hier für ein Club? Ich weiß auch nicht. Underground. Bist du Mitglied? Halt. Ich bin noch nie Mitglied in irgendwelchen Clubs gewesen. Nicht mal Mickey Mouse Detektiv Club? Nee. Hattest du keinen Ausweis damals aus dem Mickey Mouse Heft? Ach, glaube ich nicht. Mickey Mouse. Jeder hatte den. Ich hatte so einen Brieffreund, der war Trucker und war 40 Jahre. Damals. Vor Knuddels. Mick the Mouse, ja. Mick my Mouse hieß. Mickel an my Mouth. Okay. Okay. Hat denn hier wieder Licht ausgemacht? In der Bude. Könnte seine Sicht das war. Hey, Mick my Mouse, Alter, greift an. Ja, manchmal den hier. Guck mal, der ist hier zu, hält er. Alter, er hält sie zu. Er ist ja weggespratzelt, der Zuhälter. Hey, die stehen alle wieder auf. Ja. Mickle the Mouse, wie viele kommen denn da raus? Jetzt fange ich auch noch an zu reimen. Da mickelt mir doch jemand mal einen Mouth. Da ist er. Ist friendly. Boah. Er ist gerade sehr unchristlich. Alter, ne? Sehr unchristlich. Hier vor allen Dingen die Doppelstockbetten. Komm, Bus bauen. Wow, wir haben unser eigenes Stockbett gebaut. Wie es auch aussah mit so einem Hockeyschläger und Klebeband. Wir haben unser eigenes Stockbett gebaut. Mama.
Ich hab meinen Bruder getötet. Ich hab ihn zerquetscht. Oh, jetzt habe ich einen abbekommen hier mit dem dicken Rohr. Alter, 9 solchen Männer. 5. Mick the Mouse Driver. Was ist das hier? Switch Music. Hier ist Musik, aber keiner mehr da. Doch, hier oben ist noch einer. 4, 3. Oh, irgendwo ist so eine Kammer, wo sich das so ein paar Boots. Hier läuft Dings, ey. Never gonna give you up oder so. Never gonna give you money. YouTube claimed this video. 2 Gegner. Irgendwo sind noch 2. Hier ist Health. Boys. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Naja, nee, Fake-Tür. Klo. Auch immer ganz beliebt bei Gegnern. Sich auf dem Klo zu verstecken. Irgendjemand hier ist noch am Leben. Frage ist nur, wer? Es ist leider, kommt das sehr häufig vor, dass bei diesen selbst erstellten Maps... Weißt du, was ein Ölwechsel ist? Weiß ich nicht, ist das sowas wie eine große Hafenrundfahrt? Das ist, wenn du die andere Pisse in deine eigene Blase na, über einen toll. Schlauch... Nee. Kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Du hast einen Ölwechsel? Für einen Drogentest? Weiß ich nicht, nee. Andocken kenne ich. Ja, das glaube ich ja sofort. Du hast deine ganzen Tests bestanden. Ich habe einfach meinen USB-Slot angeboten zum Andocken. Wo sind hier noch 2 Kollegen? Nee, das ist quasi, du musst halt quasi Kuppe an Kuppe. Und der eine muss dann halt die Kuppe zurückziehen und der andere zieht dann seine Kuppe nach das vorne ist ein schönes, drüber. Langes Würstchen wird. Das ist dann... Das ist Andocken. Es gibt so nicht, dass wir die Karte jetzt auch wieder nicht schaffen, weil irgendwo wieder irgendjemand hängt. Hab ich in der 9. Klasse gelernt. Was hast du da gemacht? Nee, da hatten wir so... Der Lehrer hat uns seine Doku drüber gezeigt. In seinem Trailer hinter der Schule. Ey... Ich will das Ende. Ich will das befriedigende Gefühl von Ende. Nee, gibt's nicht. Heute wird nicht. Heute gehen wir unbefriedigt ins Bett. Wo soll denn hier noch jemand sein? Ja, dann sag das doch Man nicht. Man darf Dings auf keinen Fall benutzen hier. Pushen. Ja, ja, dieses Smash-Ding, das, wenn du das benutzt, ist meistens in 90% der Fälle kannst du die Map nicht zu Ende spielen, weil jemand rausfliegt. Ja, wahrscheinlich ist irgendwo jemand draußen. Parkplatz oder so. Ja, Freunde, da machst du nix. Also, official. Oh, warte mal, hier liegt noch einer im Bett, der schläft, oder? Oh, der lebt noch. Echt? Es gibt Leute, die hier pennen? Ah, siehst du, der lag hier im Bett und hat geschlafen. Ja, der liegt da auch noch. Guck mal. Da, die Sau. Haben sie sich an uns vorbeigeschlafen hier. Hat er einen Sleepover gemacht? Slapover. Kennst du die Serie Blue Mountain State? Ja. Ja, da kommt es noch mit dem hier, mit dem Ölwechsel. Ach so, okay. Der Ölwechsel. Schau ich gerade nämlich wieder. Ja, ah, so eine geile Serie, Mann. Das ist so eine geile Serie. Der Ölwechsel. Oder wo der eine nur attraktiv ist in diesem Ziegenkostüm. Ja. Und die Ziege immer abgefuckter wird und dann so einen Schwanz sich anbindet. Ah, eine tolle Serie. Schaut sie euch an, gibt's kostenlos auf Amazon. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Bewertung da lassen und tschö. Tschüss.